wird der Wasserwerfer auf dem Dach zum Einsatz kommen und ein paar Crusader mit Wasser nass spritzen. Wird bei den Temperaturen, die Tiefstwert erreicht haben, das Wasser aus dem Wasserwerfer gefrieren und wird ein großer Eisstrahl die Crusader treffen. Guten Abend. Kann ich Ihnen helfen? Warte mal. Wir können das natürlich den ganzen Abend machen, kein Problem. Ego? Wenn du mich so nennst, sperre ich dich in einem Auto ein. Aiden Racist. Ach, Diego, das ist so schön, dass mal. Ach, ey. Schön, sehr schön, dich zu sehen. Erschreck dich nicht, wenn du gleich rausgehst. Könnte kalt sein. Ich geh mir das ansehen. Wollen wir da hinaus wandern, wo ich herkomme? Ja. Vielleicht solltest du dich wärmer anziehen. Das ist richtig unangenehm. Was macht dich eigentlich mit 78? Es wird, okay, warte, ich brauche noch andere Schuhe. Mit denen kann ich auch irgendetwas, wo kein Wasser durchkommt. Okay. War schön zu Hause? Sollen wir da mal 5-6 Dinge anfahren? Das können wir machen. Weiß die Leitstelle Bescheid? Ich hab uns schon längst angemeldet. Perfekt. Können wir wieder reingehen? Nein. Ja. Wie lange liegt Schnee so in der Gegend herum? 1,5 Monate vielleicht? Hätte ich das gewusst, ne? Als ich in diesen Staat gereist bin, hätte ich mir das vielleicht noch einmal überlegt, ob ich nicht lieber in Tanoa bleibe. Ja, aber dann hätten wir uns nie kennengelernt. Jeden Tag Sonne. Ja, das ist, stimmt. Es sieht alles so weiß aus. Schön, oder? Mhm. Sehr schön. Jetzt kommt die Weihnachtszeit. Hattet ihr Weihnachten? Natürlich hatten wir Weihnachten. Ja denn? Jetzt kannst du Weihnachten mal mit Schnee erleben. Ich kenne das ja aus dem Fernsehen, so ist es nicht. Ich habe es einfach selber noch nie gesehen und es wäre nett, wenn das keiner weiß. Ich will nicht damit aufgezogen werden. So, ja, guck mal. Lopez, das hier ist Schnee. Das ist das Weiße. Das ist das, was vom Himmel kommt. Ja? Du weißt genau, wie die Kollegen sind. Und ich weiß genau, wie du bist. Es ist eigentlich schön genug, dass du es weißt. Wollte gerade sagen. Was soll ich denn jetzt dazu sagen? Fahrzeug hinter dem Haus. Nicht hinter dem Haus, hinter dem anderen Haus. Umdrehen, dort ist ein Twingo hinter. Okay, pass auf. Ja. Ich gehe rein, wir gucken, ob der versucht wegzulaufen. Du packst den Twingo zu und stellst dich auf die andere Seite an den Twingo ran. Also du kletterst einmal rüber. Jo, was denn hier hoch nehmen? Mhm. Schönen guten Tag, der Herr. Der Herr mit der Maske. Was zum Teufel machen Sie mit dieser Lady? Jo, Krake. Ich putze der Dame die Schuhe. Alles verwerflich daran, oder was? Sie putzen der Dame die Schuhe. Ja? Jetzt fällt Ihnen ein, dass es eine gute Idee wäre, mit mir zu sprechen. Na, wenn Sie mich ansprechen, ne? Mhm. Kommen Sie mal hinter den Tresen weg. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Ja, weil ich gerade die Schuhe putze. Sie können aufhören, der Dame die Schuhe zu putzen. Ja, das müssen Sie der Dame sagen. Die Dame hat uns nicht ohne Grund kontaktiert. Sie hat den Notknopf gedrückt. Na, keine Ahnung, vielleicht ist es ausgerutscht. Dann gebe ich Ihnen jetzt einmal die polizeiliche Anweisung, von der Dame wegzukommen und aufzuhören, Ihre Schuhe zu putzen. Okay. Und einmal zu mir zu kommen und die Maske abzunehmen. Kann das noch 3 Minuten warten? Aus welchem Grund sollte das 3 Minuten warten? Sie kommen jetzt hinter den Tresen weg. Mit was zum Teufel putzen Sie der Dame denn die Schuhe? Sie hatten gerade eine Machete in der Hand. Das sah nur so aus. Das ist eine äußerst ungewöhnliche Art, einer Dame die Schuhe zu putzen. Ja, da war Dreck dran, das muss man abkratzen. Mit einer Machete. Ja, abkratzen halt. So langsam kriege ich ungefähr eine Ahnung davon, warum die Dame den Notknopf betätigt hat. Wenn ein Typ maskiert mit einer Krakenmaske, mit einer Machete in der Hand, einer Dame die Schuhe putzen möchte. Ich glaube, da würde ich auch die Polizei verständigen. Nehmen Sie jetzt langsam die Maske vom Kopf. Okay. Spitze. Ich habe Sie gefragt, ob Sie Gegenstände dabei haben, an denen ich mich verletzen könnte. Scharfe oder spitze Gegenstände. Und Sie sagen, dass Sie irgendwo einen Gegenstand dabei haben, den Sie mir nur hier drin zeigen können. Und den würde ich gerne sehen. Ja, Moment. Ich muss kurz zum Auto. Da ist der Schlüssel dafür. Achtung, rutschig. Danke für den Hinweis. Dann wieder die Hände hinter den Kopf. Sie sind jetzt vorläufig festgenommen. Ja, Herr Schiedsrichter, muss das sein? Und wie das sein muss. Ich fordere Sie jetzt auf, sich zu ergeben und die Hände hinter Ihren Kopf zu nehmen. Scheiß Schnee. Spitze, dann einmal mitkommen.
und erzählte, er hätte mit dem Messer der Dame die Schuhe geputzt. Ah ja. Maskiert. Okay. Mhm. Ach so, das ist kein Problem. Und sie hatte meine Bierflaschen auch immer auf mit der Pistole. Sie hatte uns nur informiert und den Notknopf gedrückt, weil sie da aus Versehen drangekommen ist. Ja. Deswegen sah die auch komplett verängstigt aus und ist am Zittern gewesen. Nein. Ich zitter auch immer, wenn mir einer die Schuhe putzt. Ja, das eine war ein Dienst, das andere war ein Fetisch. Was wollen Sie von mir? Was genau daran ist der Fetisch gewesen? Ja, das Ding mit der Maske. Puh. Macht sie das an, Schuhe zu putzen? Nicht direkt die Schuhe, aber das hat gerade nichts damit zu tun. Gut. Stark. Ja. Ich komme gerade nicht drauf klar, ne? Was hat ihr da sein Ding zu tun? Ich habe ihn extra reingebeten, weil ich gedacht hätte, er hätte irgendwo noch eine Waffe, aber er meinte bei kleinen spitzen Sachen seinen Penis. Und ich habe ihn dazu aufgefordert, mir seinen Penis zu zeigen. Dabei, wenn ich eine Sache nicht sehen will, ist es ein Stinkedödel. Weil er das Ding rausgeholt, dann. Ja, wäre glaube ich erstmal ein Witz gewesen, aber. So, Streife 25, Code 5, in den Zellen. Die sollten sich Sitzheizung einbauen lassen, das Ding ist arschkalt. Wir haben vorne eine Sitzheizung. Ja, toll, dass die vorne eine Sitzheizung haben. Sie sind ein scheiß Verbrecher, aber glauben Sie, wie es mich interessiert, ob es Ihnen kalt ist oder nicht? Das war ein Missverständnis. Natürlich. Ein Tipp, ziehen sich vielleicht eine Jacke an, könnte wärmer werden. Solange der Buckel warm ist, alles in Ordnung. So, Ihr Pflichtverteidiger ist unterwegs. Okay. Wer ist das? Ich kenne Seth Parker. Okay, nie gehört. Okay, dann können wir uns da oben noch einen Kaffee holen, nehme ich an. Genau, wir holen uns einen Kaffee. Krieg ich auch einen? Nee. Auf keinen Fall. Oh. Der ist sowieso nicht so sonderlich gesprächig. Schreibst du die Akte dazu? Drei Wörter kriegst du ja wohl noch hin in der Akte, oder? Ich habe nicht viel Geld und seinen Namen vergessen. Ansonsten würde ich dich dafür bezahlen, dass du das übernimmst. Du hast nicht viel Geld. Wie viel Geld hast du denn? $800. 153.000, aber ich habe immer noch kein Auto. Weißt du noch, wo ich mir einen Gebrauchtwagen holen wollte? Ja, kriegst $40. Oh, du bist ein Schatz. Wundervollen. Hallo. Guten Tag, Frau Sommer. Ja, wir haben unten einen. Ich wäre fast auf etwas reingefallen. Es ist mir ein bisschen jetzt unangenehm. Bin ich gespannt. Naja, ich habe ihn durchsucht und nach scharfen, spitzen Gegenständen gesucht und er sagte, ja, er hat noch was Scharfes, Spitzes in seiner Hose, er kann mir das zeigen, aber nicht hier draußen. Also bin ich mit ihm in einen Laden reingegangen und habe gesagt, zeigen Sie mir den Gegenstand. Und mir ist sehr spät aufgefallen, dass er mir seinen Penis zeigen wollte. Yay. Guten Tag. Hallo, ich bin Leitstelle, was hätten Sie gebraucht? Hallo Leitstelle. Hallo. Hat den Typ unten jemand gefragt, ob der genug Essen und Trinken dabei hat? Nein. Ich übernehme das Kurs und dann... Wir müssen nach hinten raus, da ist unser Auto. Alles klar. Frau Sammer? Ja? Bei allem Respekt, unsere normale Dienstkleidung... Ja. ...ist kurzärmlich. Ja. Herr Luppe, Sie dürfen einen Schal tragen. Ich erlebe das erste Mal Schnee. Mir ist scheiße kalt, es sind 3 Grad. Und ach, Herr Luppe, das härtet ab. Und mein Bein hört nicht auf zu zittern. Sie Herr sind Lupus. Ein Monster, Frau Sammer. Ich möchte nur Ihren erstaunten Blick sehen, wenn Sie sehen, was Kälte mit anderen Dingen so macht. Das müssen Sie mir erklären. Das werden Sie dann sehen. Haben Sie jetzt auch von einem Penis gesprochen? Nein. Der Herr? Sie glauben, dass ich noch nie in kaltem Wasser gestanden hätte, oder? Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Ich habe nur noch kein... kann ich jetzt nicht sagen. Der Herr, haben Sie was zu essen und zu trinken? Wurde Ihnen was vorbeigebracht? Vorbeigebracht nicht. Ich habe noch eine Flasche dabei. Mit Buttermilch. Reicht Ihnen die oder sollen wir Ihnen noch was zu trinken organisieren? Fürs Erste reicht das noch. Dann einen angenehmen Abend und lassen Sie Ihren Penis da, wo er ist. Ich wollte niemals meinen Penis irgendwie raus... Ich sitze vorne, sonst wird Lukas schlecht. War nett mit dir vorne. Ja, hinten ist sowieso angenehmer. Das fühlt sich an wie kutschiert werden. Natürlich sollst du die Heizung hinten anmachen. Ein Twingo. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Mal schauen. Ja, viel Spaß. Schreibe 25 vertragen. Schönen guten Tag. Ah, guck mal, er winkt zumindest freundlich. Herr, können Sie uns einmal sagen, was Sie hier unternehmen gerade? Geld abholen. Geld abholen? Ja. Wie schafft man das an einem Automaten, Geld so abzuholen, dass der Alarm des Automaten ausgelöst wird? Wurstfinger. Wurstfinger. Das ist nicht möglich. Es gibt keinen Knopf, auf den Sie aus Versehen drücken können, der einen Alarm auslöst. Im Zweifel sagt der Automat, diese Funktion ist nicht möglich oder diese Funktion ist ungültig oder sowas. Ja, vielleicht war meine Jacke noch und das vom Schnee.
dass da irgendwann reingetropft ist. In den Automaten. Ich habe mich hier vor der Tür, da habe ich mich auf die Schnauze gelegt. Mhm. Lassen Sie uns das Ganze einmal überprüfen. Treten Sie einmal von dem Automaten weg. Ich schaue mir den Automaten an. Gehen Sie einmal bitte zu meiner Kollegin. Meine Kollegin wird sich um Sie weiter kümmern. Alles klar. Lopez. Hm. Herr Schosch. Du kannst den übrigens. Genau. Geht der Herr nicht Ben mehr? Schosch. Ja, doch, der funktioniert gut, schon. Herr Stark, würden Sie einmal den Herrn Ben Schosch überprüfen, bitte? Okay. Mein Kollege schaut einmal. Mein anderer Kollege kann mir jetzt bestimmt sagen, was mit dem Automaten korrekt oder nicht korrekt ist. Alles klar. Haben Sie irgendwie ein Aggressionsproblem? Nein, also nicht, dass ich wüsste. Kommen Sie mal gerade her, Frau Sommer. Check. Die oberen Knöpfe, check. Also nicht unter einer Eingabe fällt, ne? Aber da gucken Sie mal die oberen Knöpfe. Es sieht aus, als hätte man versucht, irgendwie den ganzen Bildschirm nach innen zu schlagen. Ja, aber das ist ja mit einem Hammer oder Brecheisen oder so passiert. Keine Ahnung, aber hier oben die beiden, die funktionieren noch nicht mal mehr, weil die nach innen gedrückt sind. Drehen Sie sich bitte einmal da vorne zu diesem Regal und nehmen einmal die Hände hinter den Kopf. Ich würde Ihnen sehr gerne einmal in die Tasche schauen. Klingt, als wäre es gelber Schnee. Na, also entweder der wurde, also wenn, schauen Sie mal, was passiert, wenn ich den mit der UV-Lampe anleuchte. Oh, ja. Also entweder der ist Bestandteil, also, oder, Als wäre er auf dem Holi-Festival gewesen. Die 96, komm. Sie haben gar keine Erklärung für diese Verkettung an Zufällen. Nein. Die so schön ineinander greifen. Haben Sie nicht? Okay. Ja, vielleicht hatte ich so einen Aussetzer oder so, ich weiß nicht. Ein Aussetzer? Ja, ist alles möglich. Knacken, Migräne, Aussetzer. Ja, ich bin ein schlechter Lügner. Da haben Sie vollkommen recht. traurig, dass ich so ein guter Lügner bin. Alles klar, mitkommen, ja. Abfahrt, wir machen das Ganze weiter im Präsidium. Und da habe ich mein Auto noch hier. So, ich setze mich auch zu Ihnen, damit ich sicher gehen kann, dass Sie hier nicht den Stift machen. Nee, ich glaube nicht. Wenn ich so schlau wäre in der Fahrt. Naja, Sie haben heute schon einige Dinge gebracht, die nicht so schlau sind. Vielleicht würde man Ihnen das auch noch zutrauen. Und wenn Sie schon versuchen, Geld unrechtmäßig aus einem Geldautomat herauszubekommen, dann kloppen Sie doch nicht einfach mit einer Taschenlampe drauf rum. Das ist tatsächlich auch nicht das Intelligenteste. Wobei ich Ihnen jetzt keine Tipps geben werde, wie Sie es vielleicht geschickter angestellt hätten. Schade. Die richtige Antwort wäre gewesen, es tut mir leid, Herr Officer, ich werde so etwas nicht noch einmal machen. Ja, mache ich auch nicht mehr. Tut mir leid. Ey, das wäre immer hier hinlang fahren, muss ich mich auch erst dran gewöhnen. Ich denke immer, was macht er? So, ich mache ihn einmal die Türe auf, einmal raussteigen und einmal folgen. Nehmen wir hier die Zelle. So, einmal rein. Der wurde gerade freigelassen. Ist das Ihr erster Aufenthalt bei uns? Ja. Ich werde das Ganze an die Leitstelle geben. Ja. Sie werden jetzt 15 Monate hier absitzen. Ja. Und dann sehen wir uns hoffentlich so schnell nicht mehr wieder. Ich hoffe auch. Alles klar. Alles klar. Haben Sie genug zu essen und zu trinken, Herr Schorsch? Ja. Spitze. Ich kann es nicht mehr mit dem Squad von hinten rankommen. Das wird alles 3-3. Eins wäre dann 2. Nehmen wir mal eine Zweierstreife. Hm? Lopez kam doch gerade noch dazu. Dann. Ja, was denn? Hier sind 12 Stück. Ja, drei. Dann 12, dann kann jeder 3. Gut, jeder 3. Gut. Dann nehmen wir mal eine. Gibt's Zweier- und Dreierstreifen oder nur Zweier gerade? Zwei Dreier und zwei Zweier. Gib mir mal eine Dreierstreife. Sag mal die Dienstnummern. 30, 19, 96. Tun Sie das? Ja, habe ich ja so, mache ich ja sowieso schon. Aber dass die nirgendwo warten. Hier ist das Lopez Radio. Hier stehen Riots rum. Werden die anfahren? Ladies and Gentlemen, sind, Sie sehen gleich einen Zugriff auf die Crusader. Werden die Cops es schaffen, die Crusader auszutricksen und taktisch zuzugreifen, um alle Crusader hochzunehmen und auf Waffen zu durchsuchen? Ja dahinter verstecken. Das keiner sieht, und viel mehr und dann die fast sehen Sie nach der Werbung. Dann Abfahrt. Dann dürfen wir jetzt eine große Runde machen, damit die uns an der Meeting Point nicht sehen. Werden die Cops es schaffen? Werden sie es schaffen, ungesehen eine große Runde zu fahren, damit die Meeting Point nicht die Polizei entdeckt und der Zugriff gefährdet ist? Wird der Wasserwerfer auf dem Dach zum Einsatz kommen und ein paar Crusader mit Wasser nass spritzen? Wird bei den Temperaturen, die Tiefstwert erreicht haben, das Wasser aus dem Wasserwerfer gefrieren und wird ein großer Eisstrahl die Crusader treffen? Die Situation spitzt sich zu. Das und viel mehr heute bei KW auf Streife. Und die fahren. Fuck, Mann. Die fahren los. Stell zu. Draußen lassen.
Alle ins Was Clubhaus. Ist denn das jetzt für eine Aktion? Flüchten gerade alle ins Clubhaus rein. Die einmal unbeteiligt sind, die verschwinden bitte einmal vom Gebiet. Ja, ist gut. Was ist los? Die unbeteiligt sind, verschwinden bitte von hier. So, was ist mit denen? Sie gehören dazu, oder was? Oh, keine Ahnung. Mit der Knarre ins Gesicht hat wahrscheinlich schon, ne? Was? Mit dem Auto? Nee, ich muss zur Verlosung rüber. Ich habe nicht gesehen, dass sich eine Waffe in ihrem Gesicht befindet, aber dann gehen Sie bitte rüber zu Ihren anderen Kollegen. Was ist los? Oder gehen Sie bitte vorne zu meinen Kollegen einfach. Danke. Du bist so eine falsche Schlange. Anders, dann bin ich bei dir in bester Gesellschaft. Ist das so? Das ist so. Und jetzt sorg dafür, dass deine Leute rauskommen, ansonsten stürmen wir das Ding. Das ja nicht in Süßigkeitswarenlagen geworden. Du weißt, sind die alle drinnen jetzt eigentlich? Komm. Wenn ihr da reingeht, kriegt ihr Schüsse. Frage, Hinterausgang, komm. Und wie wir da zu einer Einigung kommen, ne? Dann lässt sich damit Sicherheit. Hat das Gespräch schon gesucht da unten? Wir haben einen Haftbefehl gegen euch alle. Check, ja, Gespräch wurde schon gesucht. Den werden wir heute durchsetzen. Wir haben einen Durchsuchungsbefehl, auch den werden wir heute durchsetzen. Darum werden wir uns heute kümmern. Sag mal, du weißt genau. Das kann hier ganz, ganz ruhig verlaufen. Jeder Kollege kümmert sich um einen von deinen Kollegen. Personalien werden aufgenommen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Du weißt genau, dass da nicht alle von uns dabei waren, ne? Ja, dann benennen wir alle, die dabei waren. Ich will dein Wort darauf, dass diejenigen, die nicht dabei waren, hier keine Strafe zu befürchten haben. Wenn diejenigen, die dabei waren, sich stellen, ist das für mich in Ordnung, Herr Nandes, aber verarsch mich nicht. Wir wissen, wie viele es waren. Lass mich mit meinen Jungs da drin reden gehen. Du kannst denen gerne hier einmal durch die Tür brüllen, was Phase ist. Lass mich da reingehen. Ich schwöre dir auf alles, was mir heilig ist, dass ich gleich wieder unbewaffnet hier rauskomme. Nein. Sag mal, ein bisschen entgegenkommen. Wenn ich dir entgegenkommen soll, dann lass mich da reingehen. Lass mich mit meinen Jungs reden. Und ich komme hier gleich mit den allen wieder raus. Ich schwöre es dir. Wenn du nicht rauskommst, stürmen wir das Ding. Und dann nehme ich keine Rücksicht mehr auf irgendwas. Gib mir 2 Minuten. Na dann, das geht jetzt ins Clubhaus und bitte dafür sorgen, dass die Leute unbewaffnet mit erhobenen Händen rauskommen. Wir kommen raus. Crusader kommen raus, ergeben sich. Sie drei gehen einmal nach hinten zu meinen Kollegen. Sie gehen auch noch mit nach hinten zu meinen Kollegen. Die Dame mit den bunten Haaren geht bitte auch einmal nach hinten zu den Kollegen. Und Sie drei gehen hinter mir zu den Kollegen. Gut, die haben sich alle ergeben, die sind alle gefesselt. Das heißt, Sie brauchen mich hier gerade nicht mehr, ne? Ich brauche Sie nicht mehr. Okay, alles klar. Dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Restabend. Dankeschön. Schlafen Sie gut. Danke. Tschüss.